In einem Unfallauto saßen vier Personen, die sich zum Glück selbst befreien konnten. Carina Wüst unterstützt die Rettungssanitäter bei der Erstversorgung. Cool, was soll ich helfen? Wir schaffen sie jetzt auf ja. Und dann schauen wir das. Da helfe ich euch noch. Ich gleich daher, ja. Jo, mach mal. Hast du Bremsen drin? Warte. Jetzt. Ich habe die gefragt, wo ich es unterstützen kann, was ich tun kann. Also ich habe mich da jetzt nicht vorgedrängelt und habe gesagt, ich mache das jetzt, weil das ist, ich bin vom THW, heute im THW im Einsatz und nicht vom Rettungsdienst. Das heißt, ich lasse mir Anweisungen geben. Also wenn der eine sagt, ich soll die Trage holen, dann hole ich die Trage. Aber ich würde es nicht eigenständig holen und eigenständig Entscheidungen treffen. Eine Frau hat starke Schmerzen. Eine Verletzung der Wirbelsäule können die Sanitäter nicht ausschließen. Ja. Langsam. Ja. Holen wir zu euch dann noch? Ja. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Bei solchen Einsätzen kommt es vor allem auf eines an. Also das Teamwork an sich ist so das Wichtigste. Also ohne Team funktioniert es nicht, auch wenn es die Feuerwehr kommt, der Rettungsdienst, die Polizei, ein Abschlepper. Man arbeitet zusammen. Wir sind eine Blaulichtfamilie. Wir können zusammen und wir helfen uns auch gegenseitig. Eins, zwei, drei. Jawohl, dann zu euch ins Auto, oder? Mittlerweile ist auch der Rettungshubschrauber mit dem Notarzt eingetroffen. Er untersucht die verletzte Frau in einem der Krankenwagen. Was hat die gehabt? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal Polytrauma, multiple Verletzungen. Ich habe irgendwas vom Becken mitbekommen. Okay. Ich habe einen nicht. Dass die dann mit dem Hubschrauber. Ja doch, der ist im RTW dann nur, das ist gerade drinnen. Also. Die wird jetzt sich mal erst versorgt und dann wird geschaut, ob sie geflogen wird oder ob ungebunden gefahren wird. Und ich werde schauen, wie noch umhelfen kann. Der Fahrer des verunglückten PKW hat nur leichte Schrammen. Ein Notfallsanitäter kümmert sich um ihn. 130 vielleicht schon gut. Dann also, muss ich schätzen, ich kann ganz ja, okay. Kann ich dir noch was helfen? Sag das, soll die Liege bringen. Ja, mach ich. Jo. Liege, Vakuum, Stiffneck, Schaufeltrage. Carina Wüst kennt die Rettungssanitäter von ihrer Ausbildung. Also tatsächlich, die kannte ich, das sind meine Arbeitskollegen von meiner Wache, wo ich arbeite. Und dann wissen die halt genau, was kann ich, was können die, was kann ich denen helfen. Wenn dann hieß, ja, Carina, hol mal die Trage, dann weiß ich ganz genau, ich hole die Trage und ich weiß auch, wie es funktioniert. Und dann kann ich die ein bisschen entlasten. Das ist der Fahrer von dem PKW. Circa 130 km/h. Ja. Der ist ausgestiegen. Ich hole die Absauge. Ich kann hier okay. Fraglicher Überschlag, weil das Dach komplett beschädigt ist. Und aufgrund dessen will ich ihn einfach mal auf einer Vakuum draufliegen haben. Der steht Wachansprecher vor uns, hat nur eine Schürfwunde am Knie. Das ist der mit der schwarzen T-Shirt, genau. Es geht rein drum, weil es eventuell eine Schockrampierindikation ist. Darum legen wir jetzt mal die Vakuum drauf. Wenn wir sie nicht brauchen, ist aufgeht. Der Schockraum B in der Notaufnahme dient zur Erstversorgung von Patienten, die äußerlich unversehrt sind, aber innerlich verletzt sein könnten. Es wirken sehr große Kräfte auf den Körper, die der Körper nicht so gewohnt ist. Also könnte auch innerlich irgendwas kaputt gehen. Weil der Körper ist nicht darauf ausgelegt, dass es im Auto bei 130, 140 Stundenkilometer überschlägt. Und deswegen muss der Patient, der im Auto drin saß, zur Abklärung ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall zwischen Wohnwagengespann und PKW kam, ist für die Rettungskräfte zweitrangig. Das ermittelt die Verkehrspolizei noch vor Ort. Fest steht, die Insassen des überschlagenen Autos hatten Glück im Unglück. Wenn man so schaut, das hätte natürlich schon schlimme enden können, wenn jetzt da noch wer drin gewesen war. Da merkt man dann schon, je länger dass die Anfahrt dauert, desto angespannter wird man dann da letztendlich. Aber jetzt langsam geht der Puls wieder ein bisschen runter. Der Notarzt hat entschieden, die verletzte Beifahrerin mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus zu fliegen. Seit 35 Minuten ist die Autobahn voll gesperrt. Um sie schnell wieder frei zu bekommen, müssen die Rettungskräfte das Wohnwagengespann von der linken Spur entfernen. Eine Frage, ihr wollt den Verkehr jetzt wieder freigeben, oder? Ja. Teilweise. Wie wollt ihr das machen? Sind wir da so
Nee, ich glaube, in der Mitte macht keinen Sinn. Plan ist es halt, dass wir irgendwie die linke Spur wieder freikriegen. Ah, okay. Mal schauen, ob wir den Wohnwagen und Auto dann wieder fahrbereit kriegen. Ja, okay. Können wir uns ja schon beurteilen, ob wir es hingekriegt haben, oder? Ich weiß nicht, ob das mit BE nur gefahren werden darf. Ich dürfte nicht wegfahren, wenn es so wäre. Aber ja gut, die Autobahn ist ja gesperrt, oder? Also, ja, das ist trotzdem öffentlicher Verkehr. Ja gut, also wir haben alle Führerscheine, keine Sorge. Okay. Dominik, wir ziehen dann halt auf die rechte Spur rüber. Verstanden. Auto und Wohnwagen sind ineinander verkeilt. Michael Eder sucht gemeinsam mit den Kollegen der Feuerwehr nach einer Lösung. Sind wir das Auto mit den Go-Checks dran? Wir haben ja Go-Checks dabei, aber ich weiß noch nicht, ob wir mit den Go-Checks runterbringen. Ich sag einmal, wenn du auf drei Radl Go-Checks hast, dann kommen wir ja über das letzte Radl vielleicht drüber dran. Ich weiß nicht, aber. Oder du nimmst einen Lastwagen und hängst vorne am linken Radl und zögst ihn einfach retour. Mach mehr dahin. Die Rollchecks müssen schon gehen. Ich glaube, ihr werdet es dann nicht mehr sein. Also ich darf auch mit den Go-Checks zumindest über die drei Radl probieren. Und dann kommen wir noch weg davon. Aber helft mir ein bisschen dazu mit den Go-Checks. Also wir versuchen das Wohnwagengespann, das jetzt hier verkeilt steht, wieder zu drehen, dass die Verkeilung löst, dass wir eben die linken zwei Fahrstreifen wieder freigeben können. Da haben wir jetzt die sogenannten Go-Checks. Die haben wir auch auf dem Fahrzeug, manche Feuerwehren haben die auch. Und damit versucht man das Ganze jetzt mal. Muss man schauen, wie es geht. Direkt an den Reifen angebracht, lässt sich mit den mobilen Rangierhilfen das Auto anheben und in Position bringen. Du weißt? Also rangieren wir mal. Du brauchst nicht fahren, Hupsi, gell? Wir fahren. Ich will deinen Fuß nicht. Ja, die Entscheidungsfindung ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Wie macht man es? Da sind natürlich auch viele Meinungen. Aber jetzt war die, so wie ich es vorgeschlagen habe, eben, dass man auf die Go-Checks mit auf drei Seiten draht, dann haben wir jetzt halt wenig Schaden verursacht. Es war nicht kräftezehrend und es ist jetzt halt ganz leicht gegangen und hat Gott sei Dank auch funktioniert. Das schaut auf alle Fälle gut aus, die Autos, das Gespann bewegt sich weg und in Kürze wird die linke Spur bzw. die linken zwei Spuren wieder freigeben werden. Mittlerweile ist die Autobahn seit 45 Minuten voll gesperrt. So, am Anfang vom Stau, die sehen ja, was passiert ist, das, was Schlimmes passiert ist. Dementsprechend ist das Verständnis von den Leuten, die vorne stehen, meistens größer, wie von den Leuten, die ganz hinten stehen, die gar nicht mitkriegen, was da eigentlich los war. Was man auch immer nicht außer Acht lassen darf, der wirtschaftliche Ausfall, vor allem, wenn jetzt auch noch Lastwagen im Stau stehen. Jetzt geht es wieder los und das ist ein gutes Zeichen insgesamt. Dafür sind wir da, dass eben die Autobahn frei bleibt und der Stau sich in Grenzen hält. Bei 30 Grad und ohne Schatten hat Carina Wüst auch den letzten Unfallbeteiligten zusammen mit den Sanitätern versorgt. Ich bin fertig. Bei allem. Was heißt es? Anstrengend durchgeschwitzt. Weil es doch recht viel zu tun, deswegen, aber alles gut. Es fällt eine Anspannung ab. Ich würde nicht sagen, man ist glücklich, aber es fällt einfach eine gewisse Anspannung ab. Man weiß, alle Patienten sind versorgt und denen, das heißt, denen geht es gut, aber die sind versorgt adäquat und denen wird es geholfen. Michael Eder meldet sein THW-Team bei der Verkehrspolizei ab. Für uns denke ich, ist nichts mehr zum Tor. Das ist jetzt nur die Frage, weil die Feuerwehr, die haben jetzt scheinbar einen Folgeeinsatz im Stau drinnen noch. Wir wissen jetzt aber noch nichts davon. Müssen wir schauen, wie wir weiter vorgehen. Ja. Also eventuell können wir mir zum Folgeunfall dann auch fahren. Genau, dass wir wieder freibringen. Okay, ja, machen wir so. Passt. Danke dabei, gell? Ja, kein Problem. Auch die Feuerwehr ist mit der Bergung des verunglückten PKW in den letzten Zügen. Ich denke mal, du brauchst es nicht mehr, oder? Ja, ich glaube, das ist sowieso da eben, dass wir mir alle fahren. Genau. Na, dann sind wir weiter. Also, bis dann, gell? Servus. Jetzt probieren wir es nochmal, dann bin ich auch mit Schein auf. Also, wir sitzen auf. Eventuell gibt es schon Folgeunfälle im Stau. Also einmal dran und dann. Ja, ich frage jetzt halt über einen komm mal an. Ja, wir werden auf der A9 bei Allershausen nicht mehr benötigt, werden wieder frei für Folgeaufträge.
Für Michael Eder und das Team des THW Freising bleibt keine Zeit zum Durchatmen. Für sie geht es direkt zum nächsten Unfall auf der A9.